Wir sind Dennis und Benny Wolter. Heute wechseln wir ins Friseurgewerbe. Heute wird rasiert. Vorsicht, Ohr. Wir sind Sophie. Und Joko in der Scheid. Das hat schon seinen Grund, dass wir keinen Friseur dabei haben. Hilf mir. Nee? Okay. Nehmen wir. Kaffeetasse. Packen Sie das ein. Packen. Pancakes. Packen. Pukupaka. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Erkennst du den Song? Oh. Heute mit Sophie Fassmann und Joko Winterscheid. In der großen Tag Team Edition. Und wir sind auch dabei, denn dafür zahlt ihr. Was geht ab? Unter der Folge mit mir relativ egal wurde kommentiert, und zwar von Ferris F3404. Ich schütte hier mein Herz aus, während ich mit Benny und Dennis im Megapark bin. Ich will unbedingt in die Show. Schenken würde ich ein Trikot von meinem Fußballverein. Wir haben uns im Megapark gesehen. Riesenapplaus, liebe Ferris F3404. Ja, wir sind Männer vom Volke. Wir gehen in den Megapark. Es gibt auch viele andere tolle Man könnte auch die Wagenrunde erzählen, warum wir da hingehen. Ne? Bamboleo, ja, wegen den Geschlechtskrankheiten. Bamboleo gibt's noch, Latino Bar gibt's alles noch. Und Deutsches Eck. Deutsches Eck. Wir spielen heute Erkennst du den Song, und zwar in der Tag Team Edition. Wir bekommen. Ich habe ihn erkannt. Wir bekommen Songs vorgespielt. Wenn wir wissen, wie der Song heißt, wer ihn gesungen hat, auch inklusive Feature, dann buzzern wir. Wenn es alles stimmt, gibt's einen Punkt. Alles muss stimmen. Wenn irgendwas fehlt oder die Antwort falsch ist, ist man für die Runde gesperrt, also für den Song. Und darf es beim nächsten Song wieder mitmachen. Wer zuerst 7 Punkte hat, darf die goldene Ananas anfassen, aber nicht mit nach Hause nehmen. Warum Habt nicht? Ihr Bock hier zu stehen? Sekunde, Joko, ich arbeite kurz. Habt ihr Bock hier zu stehen? Dann bewertet euch doch in den Kommentaren mit einer tollen Begründung und eurem Lieblingssong. Und was esst ihr gerne zu Cabanossis? Ohren auf. Sophie, musikalisch, wie sieht es bei dir da aus? Ich hab lange Jahre beim Radio moderiert, deswegen müsste ich eigentlich... Welcher Sender? 1 Live. Oh, viele Grüße an den Sektor. 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 Dann schlag mal ein. So, los geht's. Los geht's. Hände weg vom Wasser, jetzt ziehst du nach. Ich finde Wein lecker. Friesi, Jung, Chiago, Otto. Punkt. Friesi, also ist Otto. Der Holländer. Chiago und Joost. Jon! Jon! Ja, hier ist das schon das Spiel? Ja, okay. 1-0. Oh, geil, wie jemand aus dem Haus sagt, ja, das ist das Spiel. Das ist auf jeden Fall, ja, gut. Ja, nee. Wir waren natürlich jetzt nicht am Ballermann. Nee, aber das ist ja auch, das ist ja Nummer 1 in den Charts. Nummer 1 in den Charts, Otto. Grüße. Aktuell. Habt ihr Otto schon mal kennenlernen dürfen? Ja. Nein, leider nicht, noch nicht. Aber ich würde gerne. Auf der To-Do-Liste, ne? Bei uns auch. Ja. Nein! Ja? Want you back for good? Take that. Ich weiß das nämlich! Back for good? Von? Wer war der Interpret? Take that. Er hat doch Take That, nicht Take That gesagt. Doch, was? Want you back for good gesagt. Was für viel? Nein, wirklich? Wow! Nein. Kommt ihr noch mal zu uns in die Sendung? Aber das ist tatsächlich. Also me to give up. I think it's time. Ich bin richtig sauer jetzt. Tasted of emotion. Wann läuft das hier? 20:15 Uhr ARD. Wer den Scheiß glaubt, ist selber schuld. Ja. Bist du zu nett zu mir, merkst du wie ich. Shirin David! Ich weiß das! Sag es mir! Wie heißt das? Das Neue! Ich weiß nicht, wie es heißt, leider. Das ist dort. Lächel doch mal, ey. Lächel doch mal von Shirin David. Ja! Ja! Tolles Musik. Grüße! Du sollst aufhören zu buzzern, wenn du es nicht weißt. Ich sag's dir jetzt noch mal in einem normalen Ton, okay? Hast ja. Gut, alles klar. Worüber lacht ihr ganz besonders gerne? Über euch. Über euch, ja. Mit uns oder über uns? Nee, ist über das euch, Auslachen oder ist das ein Mitlachen? Nein, mit euch. Also, ja, wenn ich euch angucke, lache ich ja nicht mit euch. Ja. Aber, okay. Der Grund, warum wir zugesagt haben, ist, weil wir beide witzig finden, wie ihr seid. Ist das eine gute Witzigkeit von uns? Ist das eine total cringige, wie man so sagt? Nee, gar nicht. Ich find's, es könnte cringy sein, wenn ihr 5 Minuten zu früh mit dem Witz aufhören würdet. Aber ich habe das Gefühl, ihr seid wirklich die Weltmeister im Durchziehen, während alle anderen schon erschöpft. Ja. Depressiv in der Ecke liegen würden. Ja, und dann fangt ihr erst an. Das ist schon sehr beeindruckend und sehr lustig. No illusion, no
Das ist Scooter mit How Much Is The Fish. Scooter! Faster, harder Scooter! Ja. Ah! Oh, wow! War auch schon hier, Edwin Baxter, willst du den raus natürlich erleben. Oh, ich bin so gerne hier, ich find's so toll. Ah. Aber ich hab auch richtig, ich schwitze richtig. Ich auch, mir ist total warm. Fine Line von Harry Styles. Entschuldigung. Nein. Ich höre so Scheiß. Das höre ich immer, wenn ich traurig bin. Das höre ich. Ja. Das ist ein schöner Song. Ich finde Harry Styles auch cool. Also der hat auch, glaube ich, eine coole Community. Der ist total, kommt sympathisch rüber. Okay. Nothing compares, aber das ist dann im Original. Von Charlotte O'Connor, aber ist ja nicht sie. Nee. Ist es Prince? 2, 1, Antwort. Nochmal der Titel. Prince, nothing compares to you. Nothing compares to you. Nothing compares to you. Ah. Ihr habt einen Podcast. Sunset Club heißt der Podcast. Deswegen seid ihr hier heute. Natürlich nicht deswegen. Nein. Zufälligerweise deswegen auch hier. Es gibt einen neuen Podcast und dieser neue Podcast heißt Sunset Club. Es geht darum, die schönen Momente des Lebens in einem Club zu organisieren und diesen Club haben wir beide uns ausgedacht. Wenn ich sage wir beide, meine ich mich, Joko Winterscheid und dich. Sophie Passmann. Money boy, Deppen, die rappen, Money Boy. Nein! Ihr seid nur Deppen, die rappen. Tschüss! Ihr seid nur Deppen, die rappen. Ich habe Punktestand. Ey, Alter! Alter! Hat sich gedreht! Das wird lang heute hier. Dennis, von dir jetzt auch ein bisschen mehr. Du bist doch echt normalerweise echt gut drauf. Ey, machen wir jetzt fertig das Ding. Weiter. There's a hope that's waiting for you in the dark. Beautiful von, wer hat das denn noch mal gesungen? Ich lasse mir kurz eine Sekunde Zeit. Yvonne. Just the way you are von Alicia Cara. Bitte? Ficken, habe ich gesagt. Habt ihr Narben? Ja. Nee, ich habe keine Narbe. Ich habe hier am Finger eine Narbe, da ist nämlich ein kleiner Nagel drin. Ich war früher Profitorhüter, mir wurde auf die Hand getreten. Oh. Was für ein Sport? Fußball. Wovon hast du noch Narben? Jetzt hast du den Joko mal hier stehen. Guck mal hier, ich war auch beim Duell um die Welt, da habe ich mir nämlich so Ringe hier reinschießen lassen. Dennis hat mich als menschliche Marionette gespielt. Dass ihr das machen müsst bei Duell um die Welt, ich war nämlich in derselben Staffel, wurde mir erzählt während meiner Dreharbeiten, da hatte ich gerade einen halluzinogenen Kaktus gegessen in Mexiko irgendwo und saß völlig breit auf diesem Auto und dann hat mir irgendeiner von den Redakteuren erzählt, ja, also das Krasseste diese Staffel ist auf jeden Fall die Voltas und ich war so, toll, ich war 36 Stunden völlig fertig mit der Welt, ich habe es nicht geschafft, mich zu Hause zu melden, meine ganze Familie war wirklich wahnsinnig nervös. Sorge. Und allen ging es schlecht, mir erst recht, ich habe irgendwann wirklich zusammengeklappt, in der Hitze gelegen, habe Michael Jackson gesehen, nur damit mir halt der Redakteur erzählt, also das Geilste wären schon die Voltas. Ja! And I feel frag doch nicht so deine Mucke! It's okay. Ruhig! You're coming with me. My love is your love, Whitney Houston. Ja, du kannst es ja noch! Du musst motivieren! Kenn ich gar nicht mehr aus. 5, 4. Oh, spannend. Weiter. Fightball mit Akas ist die Löscher. Fuck! 069 Hafti. Bleib in deinem Dorf. Oh nein, das ist die Affen. Original. Haftbefehl, lass die Affen aus dem Zoo. Ja! Lass die Affen aus dem Zoo. Dankeschön. Das war ein Applaus. Habt ihr Haustiere? Nee. Bock drauf? Nee. Joko? Ja. Was? Geht links an. Okay. Go
Doja Cat Woman. Stark, Junge! Stark! Ja! TikTok! Ja. Wenn sie die Hummer sehen würde. Hummer. Habt ihr schon mal Hummer gegessen? Ja. Und mögt ihr das? Ja. Das weißt du gar nicht. Pink! Dance! Dance again! Never gonna not dance again. Ist auch falsch wahrscheinlich. Ist richtig. Von? Pink, ja, natürlich Pink. Nein! Sex, sex. Wenn ihr mit Gebührengeldern verantwortungsvoll umgehen wollt, dann wartet ihr erstmal ein bisschen. Der Zug ist abgefahren. Ja. Okay. Oh, das wird schwer. you remind me. Ich weiß es! Komm, sag's mir. Das ist nicht Craig David, das ist. You remind me von Usher. Ah! Ja! Hallo! Wir gerade noch gesprochen hatten. Wie sehr ihr euch an Spielregeln haltet, wenn man sagt, wollen wir nicht länger spielen? Das wäre doch schön. Und ihr dann einfach beim nächsten Ding einfach sofort in den Applaus für Sophie und Joko. Nee, nein, an der Stelle muss man sagen, ganz großer Applaus an euch beide. Das habt ihr richtig, richtig toll gemacht. Wirklich. Ah! Erste Sendung. Richtig gut. Das kann wirklich, ich glaube wirklich, wenn ihr das öfter macht, kann das richtig gut werden. Mal wieder die eigene Show geworden. Geiles Gefühl. Juhu! Wenn ihr noch Junge! Wenn ihr funktionierende Ohren habt, dann schaut rein bei Sunset Club. Den Podcast von den beiden, da kann man jeden Donnerstag reinhören. Und das ist einfach nur Sahne für die Ohren, kann ich euch so versprechen. Ja. Gute Laune, wunderbare Hosts und einfach auch ein schönes Interface. Das Logo finde ich klasse, ich als Mediengestalter kann das bewerten. Super. Themen, die bewegen. Gehen wir nun zur Endcard. Oben, erkenne das Falschgeld von Das schaffst du nie. Und unten gibt es die letzte Folge von Erkennst du den Song. Song. Tschüss. Ciao. Tschüss.